Hallo zusammen, hier sind Dennis Hiller und Hagen Geritz von gamersglobal.de und wir erklären euch, warum Loop Hero ein nicht enden wollender Spaß ist. Moment, was soll an dem ollen Idle Game gut sein? Da gibt's nur eine Lösung. Ready Rumble? Ready Rumble. Fangen wir mal bei der uninspirierten Story an. Die ist ja einfach nur zum Gähnen. Mein namenloser Held erwacht und kann sich an nichts erinnern. Als großer, kreativer Bösewicht wird ein Lich angeführt. Ein Lich? Das habe ich ja noch nie gehört. Kann jemand den Entwicklern bitte einen Kreativitäts-Award verleihen? Du fängst ja schon ganz falsch an. Niemand erinnert sich mehr an was, weil die ganze Welt schon untergegangen ist und nur der Held hat überhaupt noch ein paar Erinnerungen und kann deswegen wieder Berge, Schlachtfelder und hast du nicht gesehen in die schwarze leere Welt zurückbringen. Und der Lich, der war auch nicht immer böse, also es gibt nicht viel Story, aber die hat nette Twists für ihre Klischees. Ich weiß ja nicht, wo du in den öden Textboxen Wendungen gefunden haben willst. Aber Einbildung ist ja auch eine Bildung. Die Entwickler haben übrigens auch etwas anderes vergessen. Den Spielspaß. Sie sagen sogar selbst, dass ihre Einführung nervig ist. Was kann man denn da vom restlichen Spiel bitte erwarten? Qualität erkennst du nicht und dein Humordetektor ist auch noch kaputt. Loop Hero nimmt sich halt nicht Bier ernst und erklärt dir auch nur das Nötigste, wie du die Zeit anhältst, um in Ruhe zu bauen und dem Helden Ausrüstung anlegst. Laufen und kämpfen tut der Kollege ja ganz von allein. Wow, was für eine super aufregende Gameplay-Schleife. Mein Held watschelt automatisch über die Map, haut Gegnern automatisch auf die Murmel und lässt mich automatisch vor dem Monitor einschlafen. Gefordert werde ich kaum, stattdessen bekomme ich einen weiteren, als Rollenspiel getarnten Autoklicker vorgesetzt. Ich muss nur gelegentlich Pause machen, um die uninteressanten Rüstungen und Waffen zu überprüfen oder neue Gebäude und Ressourcenfelder zu platzieren. Also du kannst dir schon rudimentäre Builds bauen, ne? Indem du zum Beispiel besonders auf Ausweichen gehst und es ist ja nun nicht so, als würde sich Loop Hero ganz allein spielen. Der Spaß geht doch beim Platzieren der Landschaften erst richtig los. Es ist wie ein Kartenlegespiel. Besiegte Monster lassen etwa Berge fallen und wenn ich die Berge ausspiele, bringen sie mir mehr maximale HP. Ja, aber warum? Weil es der Tooltip sagt, was weiß ich. Der verrät mir auch, dass Berge nebeneinander Bonuslebenspunkte bringen und dann kommt das richtig Coole. Ich plane ein Layout, dass der Held genug kämpft und lootet, aber auch nicht abgemurkst wird. Gleichzeitig muss ich nicht dauernd mikromanagen, sondern kann mich auch mal zurücklehnen und zuschauen. Ich verstehe ja das Meditative, aber mal ganz ehrlich. Wenn ich selbst bei doppelter Geschwindigkeit noch in Gefahr laufe, in Sekundenschlaf zu fallen, dann sollten die Entwickler vielleicht drüber nachdenken, einen Wecker einzubauen. Vom Grinding-Zwang für neue Ressourcen und damit frische Gebäude fange ich gar nicht erst an. Das ist ja schlimmer als jeder Skateboard-Contest. Aber du hast doch immer Ziele dabei vor Augen, wenn du im richtigen Moment türmst und mit fetter Beute in dein Camp zurückkommst. Das ist doch super. Genau. Und bis ich endlich genug zusammen habe, um neue Features und Klassen zu bekommen, ist mir von dem ganzen Gelupe schon schwindelig geworden. Fandst du das etwa nicht toll, wie es da immer wieder Überraschungen zu entdecken gibt? Setz mal ein Dorf neben ein Vampirschloss und plötzlich erwarten dich da keine freundlichen Dorfbewohner, sondern fiese Ghule. Aber drei Loops später, dann ist ja, ich verstehe schon, dass es bei Loop Hero auch spannende Elemente gibt. Die YouTube-Videos, die ich nebenher gucke zum Beispiel. Nein, da geht doch der schöne 8-Bit-Soundtrack total unter. Hä, nee, der loopt mir zu oft, habe ich abgestellt, das Gedudel. Was? Das Lich-Thema, Mann! Das Lich-Thema! Ah, und dazu passt der schicke Artstyle bei den Charakterbildern oder Menü. Da kommt doch Stimmung auf. Bis du einen Loop startest. Ja, die Ansicht bei den Loop-Expeditionen. Ich geb's ja zu, da geht schöne Grafik zum Sterben hin. Das ist noch nett ausgedrückt. Die Optik bewegt sich mit viel gutem Willen gerade mal auf Atari-Niveau. Ich weiß weder, welche Felder ich platziere, noch welche Gebäude im Lager stehen. Ich dachte, das ist ein Auto-Battle-RPG und kein Wimmelbild-Rätsel. Ich weiß schon, warum du nichts erkennst, weil du irgendwelche YouTube-Videos daneben glotzt. Aber gut, hat sich der Dennis halt als Cosplayer geoutet. Ich glaube eher der Hagen. Der hat sich als Casual-Pleb zu erkennen gegeben. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich glaube tatsächlich, wenn Loop Hero auf der Switch oder auf Mobilgeräten verfügbar wäre, dann würde ich dem Ganzen vielleicht sogar noch eine Chance geben. Da klingt doch plötzlich ganz anders, der Herr Elite-Hardcore-Gamer. Aber da hast du sogar bei einer Sache mal recht. Wenn ich so Loop Hero auf dem Sofa spielen könnte, oh, da könnte ich da noch besser drin versacken.
aber es ist auch auf dem PC fett und das werden ja die Kommentare auch bloß sagen. In dem Sinne, mit dem rede ich gar nicht mehr. Ihr lasst uns doch gerne wissen, was ihr von Loop Hero haltet. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen ihr hattet Spaß und lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.